entlang der afrikanischen und eurasischen Kontinentalplatte entstand durch die Urkräfte unseres Erdballs vor mehr als 100.000 Jahren der Ätna. Er spuckte Lava aus dem Bauch der Erde. Durch erkaltete Lava hat der Ätna inzwischen eine Höhe von 3.350 Metern erreicht. Er ist der alles überragende Berg auf Sizilien. Er beeinflusst das Wetter und macht sich hier durch Regenwolken unsichtbar. Das Land nur wenige Kilometer davon entfernt ist trockenbraun. Sizilien, eine Insel der extremen Gegensätze. Bergdörfer auf über 1000 Metern Höhe im Nebrodi-Gebirge, wo alpine Temperaturen vorherrschen. Wenige Kilometer davon die raue Nordküste mit ihrem herbschönen Kieselstrand. Hier die glitzernden Salzgärten von Trapani und im Hintergrund auf dem dominanten Kalkfelsen das malerische Bergdorf Erice. Tempel auf der ganzen Insel verstreut, so wie hier in Agrigento, die Bronzefigur vor dem Concordia-Tempel. Hier blüht der Rosmarin im Herbst ein zweites Mal im Jahr. Fauna und Flora unterscheiden sich schon gravierend von Mittel- und Nordeuropa. Man ist auf einer Insel mit extremen Temperaturschwankungen. Hier der Fiat 500, der für eine Italienreise entgegen vielen Vorurteilen durchaus geeignet ist. Zwei Zylinder, 875 Kubik und nur 85 PS auf Sizilien. Genau das richtige Fortbewegungsmittel mit Stil. Über 5500 Kilometer wurden klaglos abgespult. Wenn Sie Sizilien interessiert, dann folgen Sie uns, denn hier können Sie die Insel von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Sie werden staunen, was die Insel abseits der ausgetretenen Touristenpfade so alles zu bieten hat.